Sie gilt als eine der besten First Classes der Welt, unter Kennern auch gerne als die Nummer 1. Der Service und die Schweizer Qualität sollen einfach perfekt sein. First Class Flüge sind zwar immer extrem teuer, hier hätte ich aber sogar knapp 15.000 Euro bezahlt. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem zweiten First Class Test in 19 Stunden von Tokio nach Zürich und weiter nach Berlin. Und damit, yo Leute, was geht ab? Einen wunderschönen guten Morgen aus Tokio in Japan. Ich befinde mich gerade noch in meinem Hotel hier, checke aber jetzt gleich aus und es geht zum Flughafen. Leute, ich fliege heute zum ersten Mal in meinem Leben Swiss First Class und ich glaube, das wird ein ganz besonderer und cooler Tag. Wir sind 18 Stunden unterwegs. Ich würde sagen, gar nicht lang labern. Auf geht's. Ich werde jetzt gleich abgeholt. Ihr erfahrt, wie ich den Flug gebucht habe, wie teuer er eigentlich ist. Das wird ein verdammt geiles Video. Ich bin richtig hyped. Let's go. Auch ein fantastisches Hotel hier, aber die Zeit in Tokio ist vorbei. Okay, ausgecheckt, ab im Aufzug. Das ist Jonas, den habt ihr vielleicht... Ach nee, das ist jetzt das erste Video, wo die dich sehen. Auf jeden Fall fliegen wir zusammen zurück. Transfer jetzt von hier aus zum Flughafen. Eigentlich würden wir 1,5 Stunden mit dem Auto fahren, aber wir haben uns was anderes überlegt. Das Ding ist, fürs Video wird es sicherlich cool und ich freue mich da sehr drauf. Dieser Tag wird, glaube ich, absolut next level. Viel Spaß mit diesem geilen Video. When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour, got me counting down the hours. Das zweite Mal in meinem Leben First Class. Das erste Mal war ja mit Emirates. Ich bin heute echt mal gespannt. Du meinst, es ist geil, ne? Ich finde sie sehr, sehr gut. Okay. Hello, good morning. Hours and we want it now, never later, no more favors. Done with all these traders who be haters on the low. They just hate to see you grow. So I'd rather be alone in my zone, writing poems, cause I'm never on the road. Thank you. Bye bye, see you. Bye. Hello, good morning. Junge, wie lustig, ey. Ich bin noch nie in meinem Leben so ein Ding geflogen. Erstes Mal Helikopter in meinem Leben. Kann ich mal die Cam? Ja. Ja. Ey, ich bin echt gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, es war bei meinem ersten Mal auch so, also keine Sorge. Wir haben ja echt günstig einen Helikopter geschossen, deswegen dachte ich mir, ich baue das einfach mit ins Video ein. Auf geht's zum Flughafen, ab geht's nach Deutschland, ich freue mich. What's your name? Sakuma. Okay, hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. So, ey, war ultra geil. Vor allem so schnell. Auf dem Hinweg habe ich 2 Stunden gebraucht. Wir haben jetzt 20 gebraucht. Könnte man sich dran gewöhnen. Geiler Flug. Vor allem, wir sind auch noch einmal komplett über Tokio geflogen. Jetzt sind wir direkt am Flughafen. Fahren jetzt, glaube ich, sogar übers Rollfeld. Hey, how are you? Yeah, I'm good. Thank you very much for using the X-Trips. Very good, very nice. How was your flight? Very good. Very good. And fast. Oh, great. Yes. Thanks. Kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe mir eine Fotokamera zugelegt und mache auf allen meinen Reisen jetzt mal ein paar Fotos, die ich dann als Recap auf meinem Instagram AlexV poste. Ich glaube, das wissen viele von euch gar nicht. Ich würde mich echt über Support freuen, deswegen checkt da gerne mal rein. Und da bekommt ihr natürlich auch viel früher mit, wo ich so hinreise. Okay, wir sind da. Narita International Airport, das ist hier einer von 2 Flughäfen in Tokio und von hier aus geht's jetzt weiter. War auf jeden Fall super entspannt, der Transfer hierhin, werde ich nie vergessen, geiles Erlebnis. Und ja, jetzt freue ich mich auf den Flug, circa 18 Stunden, von hier geht's nach Zürich und von Zürich dann weiter nach Berlin. Erstes Mal in meinem Leben Swiss, ich bin glaube ich, Economy bin ich schon mal mit denen geflogen. Let's go! Sind wir ja direkt richtig, oder? Swiss, Ana Suite Check-In, First Class. Ja, hallo. Only one. So, private Sicherheitskontrolle. Hier darf ich aber nicht filmen. Nachdem wir dann durch den Security-Check gegangen sind, haben wir eine Ansprechpartnerin bekommen, die hat uns dann einmal komplett durch die Passkontrolle geführt und uns einmal so ein bisschen den Flughafen gezeigt und dann auch den direkten Weg zur ANA Suite Lounge, aka ANA First Class Lounge. Da konnten wir dann erstmal reingehen und ein bisschen rumhängen. Thank you. Danke. ANA Suite Lounge. Aha. Hello. Good morning. Thank you. Hello, morning.
Nudelbar. Jetzt erstmal ein paar Nudeln oder was? Boah, könnte schlechter sein. Okay Leute, angekommen in der Ana Suite Lounge. Ich glaube, die ist nur für First Class Gäste. Das Angebot hier ist klein, aber sehr, sehr fein. Ich habe mir hier so ein bisschen, was zum Frühstück geholt. Ich hatte heute Morgen im Hotel noch nichts. Wieso isst du einen Burger, wenn ich fragen darf? Da ist ja auch schon 10 Uhr. Naja, hier gibt es auf jeden Fall jede Menge kleine Leckereien, viele Snacks. Ich habe da hinten einiges gesehen. Ich filme euch das einmal ab, dann könnt ihr mal gucken. So kann man noch starten. Tag beginnt gut. Guten Appetit. Kannst du mir nochmal deinen Burger zeigen? Einmal hier. Mmh, lass es schmecken. Burger ohne alles. Wie schmeckt's? Das ist okay, ist eher eine Bulette. Ja, ja. Zwiebeln drin. Alter. So, noch kurzer Toilettencheck. So sieht's hier aus. Da-da-dam. Ja, wir gehen mal weiter zu den Duschen. Ah. Hey. Hey, sorry, do you want to... I just want to take a look. Okay, just a look? Yeah, yeah. No, it's okay. Yeah, yeah. Okay, thank you. Ja, okay. Jetzt haben wir die Duschen auch noch gesehen. Ist nicht spektakulär, aber ist geil. Brauche jetzt nicht duschen, habe eben noch geduscht. Hier hat man auch noch so kleine Einzelkabinen. Sieht aus eigentlich wie im Flugzeug. Hier riecht es nur wie in Thailand bei der Fußmassage. Naja. Wir haben jetzt auf jeden Fall Boarding. Noch ganz interessant, hier in dieser riesen Lounge sind gerade nur 4 Gäste von Swiss. Anscheinend fliegt gar kein anderes Flugzeug. Aber hier sind so viele Mitarbeiter. Es ist so verrückt, wirklich. Also, das ist wieder nochmal eine ganz neue Erfahrung für mich selber, auf diesem Level zu reisen. Naja, jetzt schauen wir mal, wie es so weitergeht. Wir haben ungefähr 1,5 Stunden in der Lounge verbracht und wurden dann von diesen beiden netten Herren abgeholt, die uns dann quer unterhalb des Narita Airports durchgeführt haben, direkt zum Gate. Also, wir mussten nicht durch Duty Free, hatten keinen langen Weg. Das ging echt schnell, obwohl das Gate gar nicht mal so nah dran war. Das war wirklich cool und absoluter Service natürlich, ne? Thank you so much. Bye bye. Mr. Naga, thank you. So I would like you to show this boarding pass when you okay. go for a place. All right. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. Mein Gott, ey, das ist hier aber auch alles was. Was ist das Boeing 777, ne? Ja. Hello. Dankeschön. Ja. Alles nach oben? Alles nach oben. Sie können das so, wir haben einen langen Flug, also Sie können alles aus dem Laden nehmen, wenn Sie wollen später. Wunderbar. Können ein Glas Champagne gleich zum Start? Ja, das sage ich nicht nein. Ja, wunderbar. Jonas trinkt einen Orangensaft. Was für Saft? Einfach Orangensaft. So, hier haben wir direkt das Amenity-Ticket, schauen wir später mal rein. Es ist halt anders, moderner als die Emirates First Class, in der ich mitgeflogen bin. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, bitteschön. Alcohol personally brought on board may not be consumed. Swiss business and Swiss premium economy passengers. Okay, mittlerweile angekommen. Ich muss sagen, erster Eindruck super, man hat übelst viel Platz. Es ist ein bisschen anders als bei Emirates, wobei die neue Emirates First Class ähnlich ist. Sieht halt alles ziemlich modern aus. Wir fliegen jetzt 14 Stunden bis nach Zürich, also echt ziemlich lange. Das ist der längste Flug, auf dem ich je war. Schauen wir mal, wie schnell das umgeht. Mit diesem ganzen Komfort hier sicherlich ziemlich schnell. Also. Los ging es mit einem Gruß aus der Küche. Das waren so ein paar Knusperstangen mit Thunfisch und Paprika und Tomaten, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. War auf jeden Fall sehr, sehr lecker und ein netter Willkommensgruß. Junge, ich lache mich kaputt, ey. Dass das so hier wird, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt habe ich den Vogel auch noch die ganze Zeit hier vor mir sitzen.
So, wir haben uns jetzt hier zu zweit hingesetzt, um gemeinsam zu speisen. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt in irgendeinem Flugzeug. Ich dachte, das geht nicht, aber das bietet sich hier natürlich an, deswegen umso lustiger. Es gibt auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Brot. Und ich habe mir bestellt, ich hätte erstmal 5 Vorspeisen nehmen können, habe ich natürlich nicht. Es gibt erstmal Lachsfilet, dann gibt es Spinat, Brokkoli, Rahmsuppe mit Kräuter, Mascarpone und Salbei-Baguette und Saisonsalat mit Radieschen und Knoblauch-Croutons. Als Hauptgang habe ich grilliertes Rindsfilet mit Madeira-Sauce, direkt von Unge, Kartoffelpüree, kurz den Witz geklaut, Kartoffelpüree, sautierter Rosenkohl und so weiter und so fort. Und dann gibt es Käse, eine Käseplatte, das ist ja auch immer beliebt in Flugzeugen, ne? Es gibt immer Käseplatten. Und als Dessert dunkler Schokoladen-Orangenkuchen mit Beerenkulis und dann falle ich tot um, weil ich zu viel gegessen habe. Und die haben uns auch angeboten, Raclette zu... Du hast Raclette bestellt. Okay, und Jonas hat tatsächlich das Raclette bestellt. Das wusste ich gar nicht. Da bin ich mal gespannt. Ich habe es nicht genommen. Erster Eindruck, super. Okay, wir starten mit der ersten Vorspeise. Wir haben hier Barlik-Lachs. Wie heißt es? Weißt du auch nicht. Halt Lachs. Probieren wir mal. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Lachs-Liebhaber, aber wird schon. Das hier ist übrigens mein Wi-Fi-Code. Mal gucken, wie gut das Internet hier oben ist. So, der Lachs mit ein bisschen Meerrettich. Nee, was war das? Ja, war natürlich schon geil, lecker. Würde ich im Restaurant nicht bestellen, aber allererste Sahne. Okay, weiter geht's mit der Suppe. Sieht auch schon wieder geil aus. Wir haben beide die gleiche Suppe. Ja, würde ich sagen, lassen wir uns das mal schmecken. Ist das bei anderen Airlines auch so, dass die Teller so groß sind? Nein, ne? Nee, hab ich noch nie gesehen. Verrückt. Also, ist wirklich wie im Restaurant. Also, auch der Tisch ist riesig. Boah, ich bin gar nicht so ein Brokkoli-Fan, aber ist schon lecker. Weiter geht's mit einem Saisonsalat mit Croissants. Croutons. So, probieren wir mal. Ja, sehr lecker, schön, knackig, neues, frisch, gut. Nee, ist lecker, ist halt ein Salat, ne? Hatte schon bessere Salate im Flugzeug, aber der ist okay. Keine Frage, der ist nicht schlecht. Mir ist der ein bisschen zu bitter. Ich muss kurz pinkeln und wir nutzen das mal, um uns die Toilette anzuschauen. Man hat hier auf jeden Fall genug Platz. Ein Spiegel da, ein Spiegel hinter mir. Ja, an sich, was ist das hier? Repair Face Serum und das wahrscheinlich nochmal, also Handcreme. Ist halt einfach eine ganz normale Toilette. Der Service hier ist wirklich klasse, Komfort auch. Es ist halt einfach nicht so prunkvoll, würde ich sagen, aber das ist gar nicht schlimm, finde ich gar nicht schlimm, wie bei Emirates zum Beispiel. Jetzt gleich kommt der Hauptgang, bin ich mal gespannt und dann muss ich mein Video schneiden. Shinkansen Video, checkt das ab, das ist längst schon online. So Leute, der Hauptgang ist da. Wir haben hier Steak mit Kartoffelpüree und so ein paar Vegetables. Ich bin mal gespannt, ich habe jetzt schon viele Steaks im Flugzeug probiert, wie das hier schmeckt. Oh, alles gut. Ich muss sagen, schmeckt besser als es aussieht. Sieht so hell aus. Kartoffelpüree dazu. Wow, schau mal. Also ich muss sogar tatsächlich sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Gemüse dazu bekommen. Das ist das beste Steak, was ich je im Flugzeug hatte. Besser als das bei Emirates. Daumen nach oben für Swiss. Was sagst du zu deinem Raclette? Sehr, sehr lecker. Und dazu habe ich mir jetzt einen Wein hier genehmigt. Das ist ein Chardonnay. Ich will heute eigentlich gar nichts auf diesem Flug trinken. Habe ich beim letzten Mal übertrieben. Oder ich sag mal, ich wurde dazu verleitet. Ist auf jeden Fall ganz lecker. Ich bin jetzt nicht so der Weintrinker, aber muss ich ja wenigstens einmal fürs Video bestellen, ne? Einen nehme ich noch. Jetzt haben wir hier noch eine zauberhafte Käseplatte. Ganz schön viel Käse. Für die Käsefreunde. Ich bin auch erst so, seitdem ich 17, 18 bin, dass ich diese Käsedinger mag, wo oben so ein Käse ist und da drüber dann noch so eine Weintraube. Früher mochte ich das nicht. Jetzt finde ich es ganz lecker. Und zu guter Letzt haben wir hier noch diesen wunderbaren Schokokuchen. Und ich habe es euch eben schon vorgelesen, aber ich habe vergessen, was es war. Komm, ich schaue nochmal eben nach. Heidelbeer-Aprikosen-Tarte, Yuzu-Sorbet und Himbeersoße. Ja, habe ich mir doch schon fast gedacht, dass es das ist. Bombastisch. Schon wild, ne? Also kulinarisch hier bei Swiss vom Feinsten, muss man wirklich sagen. Okay Leute, ich habe jetzt in Ruhe aufgegessen und ihr seht schon, es ist ziemlich dunkel geworden, irgendwie schlafen alle. In Japan haben wir jetzt schon 16.30 Uhr, in Deutschland müsste 8.30 Uhr sein und jetzt schaut mal. Ich habe Glück, weil neben mir sitzt keiner und die meinten jetzt zu mir, hey, kein Problem, hier kannst du deinen Laptop hinstellen und so gesehen ein bisschen weiter an meinem Video schneiden und da kann ich schlafen. Was bedeutet, ich habe jetzt eigentlich 2 Kabinen für mich und das ist extrem geil. Ja okay, hatte ich damals bei Emirates auch, weil ich da der Einzige war, aber da haben die mein Bett nicht woanders positioniert und hier hat man halt nochmal mehr Platz. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal Schlafanzug und Amenity-Kit mit rüber. Okay, bis später. Oh.
Ist das geil. Zumachen. Also das ist wirklich so ein Luxus. Das ist unfassbar. Und ich freue mich echt so sehr darüber, dass ich das hin und wieder mal genießen darf, um darüber ein Video zu drehen. Mal gucken, welche First Classes noch so kommen. Jetzt ziehe ich mich mal kurz um. Oh, hier war so eine schöne Schleife rumgebunden. Die habe ich jetzt einfach mal abgemacht. So, Schlafanzug ist auch an. Die Hose ziehe ich, glaube ich, nicht an. Die brauche ich nicht. Es ist halt wirklich wie ein Bett. Man hat hier richtig dicke Kissen. Man hat eine richtig dicke Matratze für ein Flugzeug. Man hat eine Bettdecke, die ist richtig kuschelig. Und hier bei Swiss muss ich auf jeden Fall sagen, die First Class ist nochmal deutlich krasser als die Business Class. Ich bin da gerade einmal durchgegangen. Bei Emirates zum Beispiel fand ich den Unterschied gar nicht so krass. Also es gibt natürlich einen, aber hier ist er nochmal viel gewaltiger. Schauen wir mal ins Amenity Kit. Vielleicht kann ich davon ja noch irgendwas gebrauchen. Swiss First steht hier drauf. Wir haben hier einmal eine Zahnbürste mit L-Max, natürlich nochmal L-Max. Hier haben wir Handcreme, eine Schlafmaske und Socken. Brauche ich hier gar nicht, es ist eh so krass dunkel. Ricola Bonbons, Vanity Kit, keine Ahnung. Ein Tuch, achso genau, hier gibt es keine Tücher, die so heiß sind, die man ins Gesicht macht. Wie bei Thai, Emirates, Katar und so weiter. Gesichtscreme ist jetzt nichts mega Wertvolles dabei, aber trotzdem ganz nett. Und das kann man ja mitnehmen. Ich mache jetzt erstmal kurz die Augen zu, ein bisschen ausruhen und dann setze ich mich an den Laptop. Bis später. Jetzt das zweite Mal essen, man kann hier eigentlich so viel bestellen, bis die Hauptgänge aufgebraucht sind, aber es ist wohl noch ziemlich viel da und es gab gerade auch noch eine Snackkarte mit Burger, Caesar Salad, also eigentlich völlig crazy. Ich habe mir jetzt hier auch mal dieses Raclette bestellt und wir schauen mal kurz raus. Wow, das sind ja süße Wolken. Was sind das da für Berge? Wir sind gerade in Aserbaidschan. Alter, eigentlich fliegen wir von der Dunkelheit weg, aber wir werden gleich eingeholt. Ich habe mich dann 3 Stunden vor der Landung auch mal dem Entertainment-Zubehör gewidmet. Man bekommt auf jeden Fall Kopfhörer, allerdings, soweit ich weiß, keine Noise-Canceling-Kopfhörer. Das fand ich nicht so gut, weil das Rauschen im Flugzeug natürlich schon ziemlich stark ist und wenn man dann schon so einen hohen Preis bezahlt, finde ich, sollten vernünftige Noise-Canceling-Kopfhörer schon drin sein. Was ich cool fand, es gab viele Dokumentationen über die Schweiz und irgendwie Schweizer Filme, aber natürlich auch jede Menge internationaler Filme, irgendwelche Klassiker. Ich habe mir ein bisschen was angeschaut, aber war auch froh, als der Bildschirm wieder aus war, weil ich vorher schon lange genug auf meinen Laptop gestarrt habe. Man bekommt auf jeden Fall einiges geboten. Der Umfang war zum Beispiel bei Emirates oder Katar aber noch größer. Ich fahre jetzt zum Hauptgebäude rüber und Sie wissen vielleicht, wie es funktioniert, wenn Sie jetzt Anschlussflüge haben, dann... So, wir wurden jetzt hier durch einen Security-Check geschickt, da war niemand außer wir und jetzt sind wir hier in der First-Class-Lounge Swiss. Ich konnte nicht mehr filmen, ey, ich bin ja so vollgepackt. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, ist riesig in Zürich. Uiuiui. Hallo. Erstmal was essen, oder? Haben wir ja auch so lange nicht. Wir sind hier auf jeden Fall jetzt in Zürich in der First Class Lounge und ich habe euch ja gesagt, ich muss euch noch erklären, wie ich diesen Flug gebucht habe. Beziehungsweise nicht ich, aber eigentlich kostet der Flug halt 15.000 Euro und hier nehmen wir mal jetzt den Experten Jonas. Der erklärt das jetzt mal kurz. Weil Swiss First Class kann man nur buchen mit Meilen, wenn man Senator ist. Genau, also die Swiss First kann man mit Meilen oder generell mit Punkten nur als Lufthansa Senator buchen. Den Status muss man sich erarbeiten. Den habe ich jetzt seit ein paar Jahren inne und so hatte ich die Möglichkeit, den Flug zu buchen. Dazu muss man aber sagen, dass nur weil man Senator ist, es nicht heißt, dass man ihn automatisch buchen kann. Man muss dann immer wieder anrufen, gucken, dass es Verfügbarkeiten gibt. Also die Chance, dass man es trotzdem kriegt, ist vielleicht 5%. Wir hatten Glück, ich habe ein paar Telefonate 5%? Gemacht. Ja, also echt? Ist super schwer, ist meistens okay. Immer ausgebucht. Weil natürlich Leute, die den vollen Preis bezahlen, immer bevorzugt werden. Mhm. Ist natürlich klar. Ja. Und dann haben wir noch ungefähr neben den Meilen. Wobei ich mich da wirklich frage, wer bezahlt denn 15.000 Euro dafür? Das ist ja Wahnsinn. Ich bin mir sicher, dass alle anderen Passagiere, ja? die hier in der Lounge sitzen und bei uns im Flieger waren, den vollen Preis gezahlt haben. Okay, ja gut. Ja, ja und das waren so ungefähr 200.000 Meilen pro Person plus noch Steuern und Gebühren in Höhe von ca. 700 Euro. Ja, also
jetzt habt ihr das, also auch sehr viele Meilen, ne? Das muss man sagen. So viele Meilen habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht ausgegeben. Deswegen müssen wir uns hier mal beim Jonas bedanken, dass er das möglich gemacht hat, dass ich hier so ein cooles Video drehen konnte. Also vielen Dank nochmal. War auf jeden Fall echt geil und eine Top-Erfahrung für mich. Sehr gerne. Und ja, auch weil wir jetzt noch länger unterwegs waren, war das noch mal krasser als die Emirates First natürlich. Ne? War schon echt sehr, sehr luxuriöses Reisen. Luxus pur, muss man sagen. Ne? Also, völlig verrückt. Crazy. Hier gibt es auf jeden Fall auch wieder ein leckeres Menü. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Essen. Ja, so sieht das aus. A la carte, Caesar Salad. Hier unten noch andere Gerichte. Gerstensuppe, Schweizer Käsefondue wieder. Und es gibt aber auch ein ganzes Menü. Wir haben jetzt hier mal die Käsekroketten da oben bestellt. Da ist eine riesen Portion angekommen. Das lassen wir uns jetzt noch schmecken. Und eine Sache muss ich noch sagen, als ich verabschiedet wurde, kam noch ein Flugbegleiter zu mir, der meinte, er hat das First Class Emirates Video gesehen und der hat mir noch ein paar Sachen geschenkt. Und zwar habe ich da wohl gesagt, dass ich so gerne Bier trinke. Jetzt habe ich hier einfach eine Auswahl an Schweizer Bieren und ich glaube auch japanisches Bier. Also wirklich extrem aufmerksam. Vielen, vielen Dank nochmal, falls Sie das sehen. Habe ich mich sehr darüber gefreut und noch irgendwie so ein Gesichtsspray. So, jetzt werde ich hier schon wieder dumm angeguckt. Tschüss. Jetzt im nächsten Flieger, jetzt geht es weiter nach Berlin. Ey, und das hört nicht auf, ne? Jetzt hat hier wieder der Stewardess von eben so eine Karte geschickt. Das ist ja ganz verrückt, ey. Ich komm, sehr verehrte Gäste, Kapitän. Also nochmal schöne Riegel ohne Schokolade. Und die Gesamt. Oh mein Gott, ey, ich bin endlich zu Hause. Wir haben jetzt 4.49 Uhr. In Japan ist es jetzt schon 13 Uhr. Das heißt, ich habe vom Hotel bis hier in meine Wohnung 30 Stunden gebraucht und ich habe nicht viel geschlafen, 2 Stunden vielleicht. Ich bin echt platt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es hat sich gelohnt. Bestimmt ein richtig langes Video geworden. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, lasst noch oben da. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und ich schlafe einfach morgen ohne Wecker aus. Ist mir scheißegal. Haut rein, Leute. Ciao.